Leute und willkommen zu einem neuen Vlog. Und zwar sind wir gestern nach Bad Segeberg gefahren und sind hier jetzt für das ganze Wochenende und besuchen Verwandte. Und dann gehen wir gleich noch zum Kalkberg, da sind wir auch irgendwie immer, und zu den Karl-May-Fest spielen, weil früher waren wir hier immer jedes Jahr und jetzt waren wir hier mehrere Jahre lang gar nicht mehr. Und ja, dieses Jahr sind wir das erste Mal so nach längerer Zeit mal wieder hier und deswegen dachte ich so, vlogge ich mal wieder. So Leute, wir sind jetzt mit dem Auto hierher gefahren und jetzt müssen wir nur ganz zum Kalkberg hinlaufen. Ja. Mama, hast du Bock? Leute, meine Mutter lacht mich gerade aus, weil ich gegen den Pfahl gelaufen bin, während ich gefilmt habe. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Also Leute, ich hatte ja schon erwähnt, dass wir jetzt den Karl-May-Fest spielen gehen. Da unten findet das alles statt. Und da irgendwo sitzen wir dann. Wir sitzen weiter oben, oder? Ja, wir sitzen weiter oben, weil wir ein bisschen spät dran waren. Okay Leute, wir sind jetzt oben und es ist scheiße warm. Die Sonne blendet die sonst was. Und ich wollte eigentlich hier ein Bild machen, aber... Nee. Okay, wir sind jetzt bei Möbelkraft und wir essen... Nee, ich sehe doch kurz. I fight to strive. One day I'll have what I want in life. Warten wir auf meine Eltern, weil die noch gucken wollten. Und es wird wahrscheinlich der erste und letzte Vlog sein, wo ihr mich jemals mit einem Zopf sehen werdet. Aber so absolut warm, dass einem da gar nichts anderes übrig bleibt. Und übrigens, ich glaube, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, gehen wir heute auch noch zu Verwandten und grillen da. Ich kann mich dann ein paar Stunden hier abholen. Okay, bis morgen. Wir sind jetzt auf irgendeinem Parkplatz und wollen eigentlich Minigolf spielen gehen. Das ist auch ein See und ich will eigentlich nur an den See. Und Leute, ohne Witz, ne? Ich habe, bevor wir losgefahren sind, extra gefragt, ob wir Schwimmsachen mitnehmen sollen. Meine Eltern haben mich einfach angemeckert für die Frage und meinten, dass wir ja dafür keine Zeit haben. Was ist jetzt? Jetzt haben wir noch genug Zeit. Are you the present or the future? Are you a drinker or a bruiser? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. I swore that I would never fucking back down. Also Leute, wir sind jetzt bei unseren Verwandten. Hallo. Und ja, wir grillen ja hier, das hatte ich ja schon erwähnt. Und ich habe gerade die ganze Zeit nichts mehr gelabert, weil es so ungewohnt ist, vor den allen da zu reden. Und keine Ahnung, ist ein bisschen unangenehm. Aber auf jeden Fall gehen wir ja später noch zu den Karl-May-Fest spielen. Und es ist so unnormal warm. Okay Leute, wir sind jetzt fertig mit dem Grillen und wir saßen noch richtig lange und... Alter, was Geräusch. So. Auf jeden Fall gehen wir jetzt den Karl-May-Fest spielen und meine Haare sehen absolut lost aus, weil ich den ganzen Tag einen Dutt hatte und gleich setze ich schöne Käppi auf. Geil. Er ist der Häuptling der kriegerischen Sioux Ogallala. In ihm ist ein Plan gereift, der Tod und Verderben über den gesamten Westen bringt. Oh.
Leute, es sind jetzt ein paar Tage vergangen und ich habe keinen richtigen Abschluss für meinen Vlog. Deswegen dachte ich so, okay, mache ich das jetzt noch. Auf jeden Fall war es einfach ein mega geiles Wochenende. Und die Karl-May-Festspiele waren auch einfach mega geil. Man, das klingt halt immer so dumm, wenn man so die Ausschnitte und sowas sieht, dann denkt man so, okay, aber wenn man so da sitzt und das so mit eigenen Augen live gesehen hat, dann ist es eigentlich richtig geil. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, dann geht echt auf jeden Fall mit dahin. Wie gesagt, war auf jeden Fall ein cooles Wochenende. Ich habe mich sehr gefreut, Amelie und die alle wiederzusehen. Ich habe die ja echt jahrelang gar nicht mehr gesehen. Und jetzt dieses Jahr so das zweite Mal. Das freut mich mega. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr das Video bis hier gesehen habt, dann schreibt mal Hashtag Pizza in den Chat. Und da würde ich sagen, was mit dem Video. Bis nächstes Mal, haut rein und ciao. I don't like to fake it.